So, liebe Leute, ich fliege jetzt nur noch DJI Racecopter. Nein, Spaß. Oder auch nicht? DJI hat ein Renncopter rausgebracht, beziehungsweise eigentlich eher ein Freestyle-Copter. Naja, eigentlich ist das eher so ein Cinematic-Copter. Also, eigentlich kann dieser Copter alles, zumindest laut DJI. Dem Ganzen werde ich so ein bisschen auf die Spur gehen und einmal schauen. Natürlich werde ich vorwiegend racen, ihr kennt mich. Das heißt, ich werde vorwiegend ganz viel crashen. Mal gucken, was der ab kann. Nein, natürlich kommt jetzt kein langweiliges Unboxing-Video. Ich werde die Sachen nicht vor euch auspacken, denn wir wissen alle, was in diesem Paket enthalten ist. Wir wollen sehen, wie die Kiste fliegt. Also, Attacke! Hallo, ich bin die Laura aka Prettyfly und normalerweise fliege ich die geilen Teile hier, aber heute fliege ich mit dem Gerät hier rum. Das ist die neue DJI Renndrohne und mal schauen, wie lange sie heile bleibt. Es gibt drei verschiedene Modes, in denen der Copter geflogen werden kann. Zum einen gibt es einmal den N-Mode, das ist der DJI-Mode quasi, also der Dulli-Modus. Jeder kann mit diesem Modus FPV fliegen machen. Sogar meine beste Freundin hat es sofort auf Anhieb hingekriegt. Sie hat absolut keine Ahnung von Drone Racing und ich drücke ihr jetzt einfach mal komplett unvoreingenommen die DJI Racing Drohne in die Hand. Finger unbedingt auf dem Emergency Brake halten, die ganze Zeit. Oh mein Gott, ich fliege. In diesem Modus sind alle Sensoren an und es kann nichts passieren. Auch das Tempo ist zum Beispiel limitiert. Ich bin geflogen. Ja. Das war wirklich einfach. Kann ich nochmal? Dann gibt es den sogenannten S-Mode. Das ist der Sport-Mode. Das ist ein Hybrid zwischen diesem Mavic-Mode und dem normalen Acro-Mode von den FPV-Fliegern. In diesem S-Mode gibt es drei bestimmte Neigungswinkel, die der Copter maximal erreichen kann. Big, Medium und Small. Ich kann mit dem nicht fliegen, einfach nur, weil ich das überhaupt nicht gewöhnt bin, dass der Copter für mich denkt. Aber man merkt, es ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen freier als im N-Mode, aber ich kann es euch leider nicht zeigen, weil es geht einfach nicht. Sorry. Und dann gibt es noch den sogenannten manuellen Modus. Das ist dann der richtige Acro-Mode. Und in diesem Modus fliegt sich der Copter dann wirklich wie ein ganz normaler Freestyle-Copter. Da sind alle möglichen Stabis aus und man kann einfach die Sau rauslassen, wie man lustig ist. Ich bin gespannt, was ihr von dem Copter halten werdet. Bitte schreibt das unten in die Kommentare rein. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt mir bitte ein Like oder ein Abo. Es wäre übelst geil. Ich würde mich richtig drüber freuen. Später im Verlauf des Videos werden wir noch klären, wofür dieses wunderschöne Spielzeug hier da ist. Jetzt gleich geht es erstmal weiter mit einem Flugvideo, denn wir wollen ja alle sehen, was die Kiste wirklich kann. Also, dranbleiben. Also, hart abfangen geht null mit dem Ding. Sobald ich Gas gebe und in der Kurve hart abfange, ist es aus. Das hört man auch, ne? Latenz ist nicht negativ. Mein Bild hakt ein bisschen, nach wie vor, wie auch auf dem Messegelände, aber es fühlt sich ein bisschen schwerfälliger an. Na, was heißt ein bisschen schwerfälliger? Mir fehlt so ein bisschen das Drehmoment. War echt agil. Man kann sie tatsächlich wirklich recht eng fliegen, wenn man es möchte. Nur der komplette, wie sagt man, Wermutskopfen bei dieser Sache ist halt wirklich dieses Oszillieren in diesen Kurven und bei Lastwechseln. Ich bin positiv überrascht, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Also wenn man sich drauf einstellt, dann kann die auch auf dem Racetrack Bock bringen. Vorausgesetzt, sie wird Abstürze aushalten. Aber so rein vom Flugverhalten her, positive Überraschung. Also es ist, oszillieren nervt die Sau, habe ich schon 100-mal gesagt, aber ganz davon abgesehen, doch. Das, was ihr hier seht, ist natürlich so ein bisschen im Vergleich mit Äpfel und Birnen. Auf der rechten Seite ist eine ganz normale Racing-Drohne, die ich schon seit einem Jahr fliege und die ich wirklich kenne wie meine Westentasche. Und deswegen kann der DVR natürlich von der DJI-Drohne nicht so schnell sein wie der von der normalen Drohne. Das vorab gesagt.
Dazu kommt natürlich auch, dass ich weiß, dass die DJI-Drohne aus Plastik ist vom Prinzip her und ich natürlich nicht genau einschätzen kann, wie viel Crashes hält die aus. Und man will das Ding jetzt natürlich auch nicht mutwillig kaputt machen. Wie ich schon gesagt habe, bin ich ungefähr auf 50% meines Leistungslevels geflogen und in diesem Bereich habe ich die Latenz auf jeden Fall nicht negativ gemerkt. Wie das Ganze aussieht, wenn man die FPV-Drohne wirklich über den Track rüberprügelt, das kann ich aktuell noch nicht sagen. Das, womit man sich das schöne Bild erkauft, ist natürlich die Latenz. Ich bin jetzt gerade im Low-Latency-Modus, das heißt, ich habe eine Latenz von weniger als 28 Millisekunden und mit meiner richtigen FPV-Drohne auf der rechten Seite habe ich eine Latenz mit, ja, sagen wir irgendwas zwischen 6 und 10 Millisekunden. Was ich unbedingt noch positiv anmerken muss, die Abstürze, die ihr in den ersten 2 Sekunden von meinem Video gesehen habt, die sind alle mit der DJI-Drohne passiert. Alle. Und sie ist nicht kaputt gegangen. Es ist noch nicht mal mehr im Propeller verbogen. Das ist noch einmal ganz wichtig zu wissen. Also ein paar leichte Abstürze wird die schon aushalten. Ich werde den DJI-Copter bis Mai haben und werde nach diesem Video auf jeden Fall noch ein weiteres Video rausbringen, was dann wirklich so einen mittel- bis langfristigen Test zeigt. Was ich wirklich positiv anmerken muss, ist der eingebaute Stabi in der Drohne. Ich habe hier nochmal ein kleines Beispielvideo drangehangen. Das ist auf der einen Seite das Wackelige, das ist der DVR aus der Brille und das, was ganz smooth ist, das ist das Video, was aus der Drohne kommt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so sehr die Drohne auch am Rumwackeln und am Rumhibbeln ist auf dem Racetrack, kann der Stabi das doch schon ziemlich gut ausgleichen. Ich glaube, das Ding ist tatsächlich zum richtig Racen lernen zu teuer vom Einstieg her. Ne, weil Racing-Drohnen müssen viel, viel wegstecken können, weil man wirklich viel kaputt macht am Anfang und viel basteln muss. Und bei dieser DJI-Drohne ist es halt so, ich denke nicht, dass die viele Abstürze überleben kann. Und vor allem auch wenn DJI sagt, dass man 2-mal im Jahr Reparatur frei hat, es bleibt nicht bei 2-mal im Jahr. Das ist jedes Mal, wenn man auf dem Track ist und trainiert, braucht man mindestens 1-2 Sätze Propeller am Anfang. Man wird die Motoren kaputt machen, man wird den Rahmen kaputt machen. Und dementsprechend würde ich für einen Anfänger wirklich eher sagen, bau selber, setz dich damit auseinander. Und für jemanden, der wirklich sagt, hey, ich möchte nur, keine Ahnung, alle 2-3 Wochen mal im Wald rumdümpeln oder auf dem Feld oder sonst irgendwo rumdümpeln, da könnte das Ding dann wieder interessant sein, weil man sich einfach nicht mit auseinandersetzen muss. Die Leute, die mich schon ein bisschen länger kennen, die wissen, dass ich ein absoluter Freestyle-Banause bin. Aber mit dem DJI-Copter habe ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, auch mal ein bisschen über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Und ich muss wirklich sagen, die eigentlichen Stärken von diesem Copter liegen wirklich eher im Freestyle-Cinematic-Bereich und weniger im Racing. Und ich habe wirklich, wirklich mega Spaß gehabt. Da ich ja wirklich eine Vollblut-Racerin bin und immer 1,5 Meter über dem Boden fliege, das war jetzt auf dem Messegelände wirklich mein erstes Mal, wo ich hochgeflogen bin und wo ich weit weg geflogen bin. Andere Leute würden sich wahrscheinlich totlachen, weil die doppelt so hoch und 3-mal so weit weg waren. Aber für mich war es echt ein total besonderes Erlebnis. Ich habe richtig Höhenangst bekommen, ich habe richtig weiche Knie gehabt, wie schon lange nicht mehr. Und ich war absolut geflasht davon, wie schön es einfach so weit oben sein kann. Für all diejenigen, die schon mal einen richtigen Copter geflogen sind, der zum Beispiel mit der weit verbreiteten Software Betaflight läuft und sich fragen, wie dieser DJI-Copter im Vergleich fliegt, vom Prinzip ist es wirklich genau das gleiche. Er steuert sich ganz normal wie eine FPV-Drohne. Und von den Rates, die man einstellen kann, hat man zum einen die Sticksensibilität, die man angeben kann. Dann hat man eine maximale Rollrate und man kann natürlich den Expo-Wert einstellen. Das heißt, wenn ihr noch andere Copter habt, kriegt ihr es eigentlich so vom Gefühl her ziemlich genau eingestellt, wie die anderen Copter auch fliegen. Okay, ich werde jetzt gleich diesen komischen Motion Controller ausprobieren. Das ist so niedlich! So starte ich auch nicht. So? So auch nicht? Mit Handbewegung. So. Mann! Sie sehen eine genervte Pretty Fly, wenn es nicht funktioniert. Es geht nicht, scheiße. Oh, du drehst dich. Lena, ich mach das nicht.
so, das ist gruselig. Ist falsch kalibriert. Ich muss mich hinbringen mit dem Rücken zur Ruhe. Ich steige mit dir. Das ist hier scheiße kalibriert. Guck mal, ich jetzt die Rolle angucken. Dann dreht du mich. Also das, ich würde ja jetzt gerne sehen, was die Drohne macht, aber das Problem ist, sie ist jetzt in die Richtung kalibriert und sobald ich hingucken möchte, was die Drohne macht, muss ich mich zu ihr hindrehen und dann guckst du mich wieder an. Hä? Wenn ich die Drohne bewegen möchte, wenn ich sie drehen möchte, muss ich den Controller so in diese Richtung hier bewegen. Wenn ich nach vorne fliegen möchte, muss ich... Also sie verliert permanent irgendwie die Kalibrierung. Wenn sie die Kalibrierung verliert, muss ich einmal hier auf diesen Knopf hier drauf drücken und kann dann vom Prinzip her alles machen mit dem Controller und sie macht einfach nichts. Stelle mich dann wieder in Fahrtrichtung hin, drücke den Knopf nochmal und dann ist sie wieder auf mich eingestellt. So, wenn ich jetzt nach vorne fliegen möchte, drücke ich vorne diesen Kippregler und sie fliegt nach vorne. Lena, was ist dein erster Eindruck? Ein ganz anderes Fluggefühl als mit den mit dem richtigen Controller und der Flugbrille. Es ist immer noch einfach, wenn man herausgefunden hat, wie es dann letztendlich funktioniert. Das Ding, das komplette Set, was du jetzt hier so siehst, kostet 1.200 €. Gerechtfertigt, würdest du als Außenstehende sagen. Ja, also wenn ich mir überlege, also ich kenne ja deine ganzen Utensilien, ne? Also was da jetzt man an, auch einfach an Flugerfahrung braucht, um die einfach hochzukriegen, alleine schon in der Luft zu halten. Ich muss sagen, da ist die hier. Ich bin eine Stunde in meinem Leben vor einem Monat in meinem Flugsimulator geflogen und ich bin hier rauf und runter in Kurvenlage, das war echt Spaß gemacht. Also wenn ich wirklich sage, ich möchte so ein Ding haben und ich habe keine Ahnung. Ja. Ich würde jetzt gerne noch einmal auf die wichtigsten Specs von dem Copter eingehen. Die Abflugmasse liegt bei 795 Gramm und die Motordiagonale sind 245 mm. Die maximale Geschwindigkeit im manuellen Modus, also sprich im normalen FPV-Modus, sind 140 km/h. Und die maximale Flugzeit, natürlich nicht im M-Mode, sind 20 Minuten. Den Kamerawinkel, den kann man auch während des Fluges mittels eines Rädchens verstellen. Und der geht ungefähr bis 45-50 Grad. Die Akkus, die benutzt werden, sind Lithium-Polymer-Akkus in 6S mit 2000 mAh. Die Propeller sind 5328er Dreiblatt-Propeller. Es gibt zwei Modes, in denen man fliegen kann. Einmal Low Latency mit einer Latenz von weniger als 28 Millisekunden und einmal den High Quality Mode mit einer Latenz von weniger als 40 Millisekunden. Die maximale Video-Bitrate liegt bei 50 Mbits pro Sekunde. Was Neues an der DJI V2 Brille ist, dass sie mit einem 2 bis 6S Akku betrieben werden kann, also sprich 11,1 bis 25,2 Volt. Was eine besonders witzige und vielleicht auch sogar nützliche Funktion sein kann, ist der Emergency Brake. Das ist ein Knopf, den ich auf der Funke drücken kann. Und der macht, wenn ich mich zum Beispiel verhebelt habe, wenn ich gerade in einer ausweglosen Situation bin, nicht mehr weiß, wo oben und unten ist, oder einfach nur mal kurz eine Pause brauche, einen Kaffee trinken will oder ein Bier trinken will, was auch immer, dann drücke ich auf den Knopf und dann geht die Drohne quasi, egal aus welchem Tempo, egal aus welcher Lage, in die Eisen und macht einfach kurz Pause und hovert. Was natürlich jede DJI-Drohne hat, ist ein Return-to-Home-Button. Die Drohne fliegt immer wieder zurück nach Hause, wenn der Akku weniger als 25% hat oder bei einem Signalverlust. Das kann man natürlich auch ausstellen, beziehungsweise den Return-to-Home-Vorgang kann man auch unterbrechen, indem man in einen anderen Modus rüberschaltet. Was die Drohne natürlich auch ganz DJI-like kann, ist automatisch landen. Ich reiße jetzt noch einmal kurz an, was in diesem tollen Paket enthalten ist. Laut DJI ist es das ultimative Starterpaket. Für ungefähr 1.200 € wird es erhältlich sein. Und drin enthalten ist natürlich der DJI Racecopter, Freestyle, Cinematic, er kann alles, Allrounder-Copter. Passende fancy Akkus dazu. Der Brillenakku, Netzteil, die DJI V2 Brille und der fancy DJI Controller zum Drohne steuern und so.
Dazu kann man optional noch dieses Spielzeug hier kaufen, das ist der Motion Controller. Der ist eigentlich ziemlich witzig, weil man kann die Drohne quasi mit irgendwelchen komischen Handbewegungen steuern und hat halt eine Hand frei. Wofür man es braucht, wird sich dann später irgendwie noch herausstellen, aber es ist grundlegend erstmal eine lustige Idee. Eine Sache habe ich noch vergessen zu erwähnen, und zwar hat DJI noch eine Wechselhaube mit dazu gepackt, und zwar in Giftgrün, damit man im hohen Gras bloß nicht den Kopter wiederfindet. Und es ist alles DJI-exklusiv. Man kann wirklich wenig Sachen selber machen. Man kann zum Beispiel die Haube vorne austauschen, das geht. Man kann die Propeller wechseln, das geht. Aber der Großteil der Reparaturen muss wirklich von DJI persönlich gemacht werden. Mein aktueller Stand ist, dass man 2 Reparaturen im Jahr frei haben wird. Das heißt, man schickt die Drohne ein und kriegt sie dann kostenlos repariert. Alles, was über diese 2 Reparaturen hinausläuft, das muss man dann selber bezahlen. Und ich garantiere euch, es wird nicht bei 2 Reparaturen bleiben, sondern wenn ihr wirklich mehr oder weniger regelmäßig fliegt, sagen wir mal, als normaler Freizeitpilot, so einmal die Woche oder alle 2 Wochen einmal, dann ist es natürlich so, ihr werdet, garantiere ich euch, mindestens 5 bis 10 Reparaturen brauchen. Das heißt, den Rest müsst ihr einfach selber bezahlen. Das ist so. Also für mich war es ja tatsächlich das erste Mal HD-Fliegen, auch mit der DJI-Brille. Und mein erster Gedanke war, als ich diese Brille aufgesetzt habe, das Polster geht ja gar nicht. Ich weiß nicht, wem dieses Polster passen soll. Keine Ahnung, auf welchen Kopf das angepasst wurde. Kleine asiatische Mädchen, große asiatische Männer, was weiß ich. Ich kenne niemanden, dem dieses Polster gut passt. Aber als ich dann losgeflogen bin, habe ich diese ganzen Lichteinstrahlungen und dieses unbequeme Sitzen der Brille komplett vergessen. Ich habe da überhaupt gar nicht mehr dran gedacht, weil man einfach so sehr fixiert auf dieses Fliegen war, dass dieses unfassbar schlecht sitzende Polster dann einfach irgendwann auch zweitrangig war. Das, was mir mitunter am meisten Sorge bereitet, ist die kleine Kamera hier vorne. Die ist natürlich durch einen Gimbal auch stabilisiert. Ist an sich eine ganz coole Sache, weil die Videos wirklich toll rauskommen. Und es ist natürlich so, je mehr bewegte Teile ich habe, desto anfälliger sind die Komponenten auch. Ich würde behaupten, die Kamera wird als erstes vorne kaputt gehen, weil das natürlich auch die Stelle ist, wo der Kopter als erstes einschlägt, wenn ich irgendwo gegenballer. Ich nehme aber auch in den Kommentaren Wetten entgegen, was vielleicht sonst noch kaputt gehen könnte. Grundsätzlich kann ich sagen, dass ich doch recht überrascht bin von dem DJI Racecopter. Positiv überrascht, weil man wirklich ernsthaft vorhat, FPV-Fliegen zu machen. Das heißt, ich rede jetzt von mehrmals die Woche fliegen und man hat wirklich ein Ziel. Ich möchte auf Rennen gewinnen oder ich möchte ein richtiger Freestyle-Gott werden. Dann würde ich diese Kiste definitiv nicht empfehlen. Dann würde ich euch empfehlen, kauft euch eine anständige Funke, holt euch einen Simulator und übt so lange, bis ihr im Simulator fliegen könnt. Und dann holt ihr euch ein anständiges Setup, was ihr selber zusammenbastelt, so wie ihr es wollt und so wie ihr es braucht. Aber wenn ihr irgendein Fatty von nebenan seid, der Geld rumliegen hat und nicht weiß, was er damit anfangen soll und ihr vielleicht vorhabt, keine Ahnung, alle 2 Wochen mal zu fliegen oder wie auch immer, dann könnte dieser DJI-Copter eventuell für euch interessant sein. Es ist ein Rundum-Sorglos-Paket und ihr könnt, müsst und sollt den Copter zu DJI einschicken, wenn irgendwas kaputt ist. Letztendlich kostet es euch dann nur Geld, aber keine Zeit, keine Nerven und keine Hirnressourcen. Was ich damit sagen möchte, dieser Copter kann von alleine fliegen. Es ist kein Problem, dieser Copter fliegt sich auch nicht ganz scheiße. Aber das heißt nicht, dass ihr euer Hirn ausschalten sollt. Ich bitte euch inständig, setzt euch mit den Regeln auseinander. Setzt euch mit der Technik auseinander. Setzt euch damit auseinander, warum fliegt die Kiste überhaupt? Wie kommt es dazu? Und lernt anständig fliegen. Ich bitte euch, im Namen der ganzen Community, im Namen der ganzen Piloten, die mehr als 2-mal in der Woche fliegen, macht unser Hobby nicht kaputt, haltet euch an die Regeln, setzt euch damit auseinander, baut keine Scheiße. Dieser DJI-Copter darf euch nicht das Denken abnehmen. Bitte. Ich danke euch.